Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch wieder recht herzlich bei Uncharted 4 Thief's End. Und wir sind immer noch mit dem jungen Nathan Drake und dem jungen Sam unterwegs und wir haben gerade ein Selfie gemacht. So, sehr schön. Und jetzt geht's weiter. Wir müssen noch durch den Schacht durch. So. Weiter. Oh, nichts runterstoßen. Schön langsam. Immer schön langsam, Mama. Können wir da lang? Nee. Okay, wir müssen ein bisschen runter. Ja, doch, du musst da lang, du musst da lang, geh doch. Ja, langsam. So. Wir sind immer noch auf der Suche nach irgendwelchen privaten Sachen unserer Mutter. Ja, das Rad hängt Gott sei Dank fest. Oh, da müssen wir aufpassen. Mach mal, da gehen wir am besten. Ja, so, das ist gut so. Gucken wir mal. Na, jawohl. So. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Hier schon mal nicht. Aber wir sind nur rein Interesse halber da schon mal hingelaufen. So, okay. Schauen wir mal, hier scheint der nächste Raum zu sein. Komm schon, noch einmal. Wow. Okay. Okay, bin drin. Willst du die Tür öffnen? Von hier ist sie auch verriegelt. Immer noch da ein Schlüssel. Codein. Ein Haufen Schmerzmittel. Oh, okay. Oh, das scheint ein Krankenzimmer zu sein. Wow, da scheint jemand richtig, richtig krank gewesen zu sein. Puh. Ah, hab ihn. Da ist der Schlüssel. Oder ist eventuell sogar einer noch richtig, richtig krank? Hier mal wieder ein Brief. Mal wieder lesen. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Schick geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz, vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder, Edmund. Okay. Krass. Echt traurig. Ja, das ist wohl wahr. Gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Ah ja, hier. Okay, schauen wir mal. Wow. Ja, Aufzeichnungen zuhauf. Mhm. Mal sehen, was wir finden. Das ist doch wieder so eine Kiste. War mal hier mal auch noch was. Erstmal da gucken. Umdrehen. Nein. Zar Peter der Große und das Bernsteinzimmer. Ach Gott. Kolja
Jurkow, Staatliche Universität St. Petersburg. Okay. Aber da ist wieder eine Kiste. Umdrehen. Nein. Wikinger-Schätze aus Finnland. Stefan Tremblay, Universität Toronto. Okay. Das gibt's da nicht. Irgendwo muss doch was sein. Da lieben wir doch ja nicht. Warte mal, hier ist doch noch was. Wow. Oh. Sam. Ich glaube. Hast du da was? Das sind sie. Jawohl. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Reichtümer des Paradieses? Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also, wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gang I Savai. Bildunterschrift Joseph Burns, Kartenunterschrift, letzte bekannte Sichtung, Notiz über den Brief, was sind das für Markierungen? Okay. Ja, das haben wir jetzt gelesen. Ah, mit den Umblättern, klar. Oh, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Oh. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Was? Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Er hat euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt?
Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß, vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus. Ja. Oh Mann. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Nein. Hey. Hey. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, komm! Oh Mann. Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Jetzt aber flott. Beeilung. Warte. Oh. Mist. Vorsicht. Ich hab noch nichts von drin gehört. Komm schon. Na, oh, du musst hoch. Schon wieder ist nix. Sam, ich hab dich. Spring einfach. Jawohl. Komm schon. Wir müssen vor der Polizei flüchten. Schornstein, komm schon. Ich komme. Oh Mann. Ja, da sind sie.
Oh Mann. Komm, los! Ja, ich bin schon hinter dir. Letzte Warnung! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Fertig! Ach, Mist! Oh, krass. Ja, komm! Lauf! Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Mist! Wir hauen ab! Los, der Müllcontainer! Okay. Okay. So, komm schon. Auf geht's. Steig auf, los, komm! Los, halt dich fest! So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht, Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja.
Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann es kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Ach, schön, Elena ist wieder da. Wir wollen also zur Nordseite. Jawohl. Ja, New Devon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Sehr, sehr passend. Kapitel 17, in guten wie in schlechten Zeiten. Jawohl, schön, dass Elena wieder da ist. Aber mit ihr reisen wir erst wieder in der nächsten Episode weiter, wenn es dann wieder heißt Uncharted Thief's End. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da oder schreibt was in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, bye, bye, euer Lautschmerz.